Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, ich habe was ganz Ungewöhnliches vor. Ich will zum Thema reden. Das ist, glaube ich, der zweite Nachtragshaushalt, lieber Kollege Markus Oppenbrink. Und es lohnt sich, denn auch wenn die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, gesunken ist, die Aufgabe der Integration ist eine Aufgabe, die uns nicht nur über viele Jahre begleiten wird, sondern sie verlangt von uns auch ab, dass wir kurzfristig auch in Form eines Nachtragshaushaltes nachsteuern. Und genau das tun wir. 172 Millionen Euro für zusätzliche Zuweisungen an die Kommunen über das Flüchtlingsaufnahmegesetz und 213 Millionen zusätzliche Kostenerstattungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge durch die Anpassungen, die sich aus den neuen Flüchtlingszahlen ergeben haben. Also eine Summe von 385 Millionen Euro, die das Land an die Kommunen weitergibt. Und das zeigt, wir sind vertragstreu, wir helfen den Kommunen und wir leiten nicht nur die Mittel weiter, sondern wir nehmen massiv Geld in die Hand. Und wir haben das Ende 2015 mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Aufgrund der jetzt tatsächlich vorliegenden Flüchtlingszahlen in den Kommunen zum 01.01.2016 durch die geänderte Stichtagsregelung die Mittel im Flüwerk anzupassen. Und wir halten diese Vereinbarung. Die Zahlen liegen jetzt vor. Das bedeutet für einzelne Kommunen 8 bis 9% zusätzliche Mittel. Und meine Damen und Herren, den Ausgaben im zweiten Nachtrag stehen Einnahmen gegenüber, unter anderem 150 Millionen Euro durch die vorgezogene Spitzabrechnung des Bundes. Und wenn wir jetzt mal diesen Nachtrag in den Zusammenhang stellen mit dem, was wir hier im Parlament seit 2015 bewegt haben, annähernd 5 Milliarden Euro. Und wenn wir uns dann mal betrachten, dass die Länderfinanzminister davon ausgehen, dass wir für die Kosten der Integration Aufwendungen in den Ländern haben von 20 bis 25 Milliarden Euro und der Bund daran einen Anteil von nicht mal 5 Milliarden Euro insgesamt hat, dann zeigt das, es ist eine eklatante Schieflage. Und Herr Oppenbrink, dann muss der Appell an dieser Stelle wieder erfolgen. Das habe ich von diesem Pult schon einige Male gemacht. Er scheint zu verhallen. Sie müssen dann auch als größter Landesverband der CDU Ihren Einfluss geltend machen, dass der Bund sich endlich seiner Verantwortung stellt und dass der Brief, den der bayerische Finanzminister mit unserem Finanzminister geschrieben hat, wo auch die Forderung nicht ist, Bund übernimmt alles, wir wollen überhaupt nichts mehr machen, sondern wo von einem fairen Vorschlag, wo ein fairer Vorschlag im Raum steht, 50% der Kosten zu übernehmen. Meine Damen und Herren, wenn Bayern und NRW in Finanzfragen einer Meinung sind, dann muss es richtig sein. Aber es ist den Leuten nicht zu vermitteln, dass wir hier mit Nachtragshaushalten alles bewegen. Es ist den Leuten vor Ort, die in den Flüchtlingsunterkünften arbeiten, die Bürgermeisterinnen vor Ort, die die Aufgaben managen müssen. Es ist nicht zu erklären, dass der Bund sich so in dieser Art und Weise aus der Verantwortung stiehlt, meine Damen und Herren. Herr Kollege Abel, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Dr. Oppenbrink? Wenn es zum Thema ist, sehr gerne. Das entscheidet dann der Fragesteller. Bitte schön. Herr Kollege, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie mit mir der Meinung sind, dass Voraussetzung dafür, dass wir entsprechend tätig werden können, wie auch bei dem Thema Bund-Länder-Finanzbeziehungen allgemein, dass wir eine ausreichende Datengrundlage auch dazu bekommen, wie sich die Verhältnisse zwischen Bund und Länder Finanzbelastung bei der Flüchtlingsfrage konkret darstellen? Und sind Sie mit mir der Meinung, dass der Minister da noch eine Antwort schuldig ist? Herr Kollege Oppenbrink, wir haben beim Länderfinanzausgleich, das haben Sie völlig zu Recht gesagt, in diesem Hause einen Konsens. Und wir haben dem Minister ein Mandat, ein breitgetragenes Mandat aus diesem Hause gegeben für die Verhandlungen. Und wenn Sie das schon ansprechen, wir haben auch beim Länderfinanzausgleich die Situation, dass wir uns unter den Bundesländern 16:0 einig sind, dass es einen konkreten Vorschlag gibt und dass der Bund bis heute diesem Vorschlag nicht beigetreten ist. Das ist ein weiterer Punkt, wo wir von der Bundesregierung, vom Bundesfinanzminister erwarten, dass er das, was seine Länderfinanzkollegen sagen, ich könnte jetzt auch noch andere Punkte im Kampf gegen Steuerhinterziehung machen, aber ich will bei diesem Punkt bleiben, Länderfinanzausgleich, weil da immer noch nichts passiert ist. Und dass diese Einigung kam, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Und seitdem ist nichts
geschehen. Und das ist den Leuten nicht zu vermitteln. Und natürlich brauchen wir Daten, aber ich habe die Datenbasis eben genannt bei den Kosten für Integration. Die Länderfinanzminister, und da sind auch Ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern dabei, sagen seit geraumer Zeit 20 bis 25 Milliarden Kosten. Und es ist nicht akzeptabel, dass Herr Schäuble dann mit dem Staatssekretär Spahn aus Ihrer Landesgruppe eine Pressemitteilung nach der anderen rauswirft und dass Sie hier immer so tun, als wenn wir nicht haushalten können und dass Sie bei jedem Mehrausgaben sagen, ja, das hätten Sie woanders hernehmen müssen und der Bund sich seit Monaten weigert, in die Verantwortung zu gehen und den Überschuss, den es gibt, auf Bundesebene anzuzapfen. Und das ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, zum Schluss, weil wir auch im vorigen Tagesordnungspunkt darüber geredet haben, 11,5 Millionen Euro für über 500 zusätzliche Stellen für die Schulen, davon 300 Sonderpädagoginnen zur Stärkung der Inklusion. Wir haben mehr Weiterbildung und Familienbildung, wir haben rund 1 Million Euro für zusätzliche Stellen im Bereich des Justizvollzugs und wir haben für die Finanzverwaltung einen Zuwachs von 3,2 Millionen Sachmitteln und zusätzlichen Stellen für das wichtige Projekt Finanzverwaltung der Zukunft. Wir haben erneut bei der Polizei nachgebessert, wir haben zusätzliche Ausstattung und das habe ich dann schon erwartet, Herr Kollege Obtendrenk, so wie sich Ihre Fachkollegen auch hier in der Vergangenheit aufgeführt haben in den Debatten zur inneren Sicherheit, dass Sie diese immense Anstrengung zumindest mal erwähnen. Ich verlange ja nicht, dass Sie sagen, dass das gut ist, aber dass Sie zumindest anerkennen, dass wir jetzt erneut in einem Nachtragshaushalt die Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen, die für unsere Sicherheit sorgen, dann verbessern. Meine Damen und Herren, wir machen das ohne Anhebung der Neuverschuldung. Es zeigt wieder, wir reagieren, wir halten unser Wort gegenüber den Kommunen, wir erkennen die wichtige Leistung, die vor Ort gemacht wird und wir helfen da, wo wir als Land die Verantwortung haben. Machen Sie Ihren Einfluss in Berlin auch deutlich. Es kann nicht sein, dass der Bund sich der Verantwortung weiter entzieht. Vielen Dank.